Hallo Kackbratzen. Earth, wind, water and fire. With your mastery of the elements of cold, you have an advantage that no other human has. And that is the ability to defeat the elements. I have foreseen this. Mich würde es wundern, wenn es hier jemanden gibt, der noch nie Mortal Kombat gespielt hat. Es gehört eben zu den bekanntesten Vertretern des Prügler-Genre, aber nicht, weil das Gameplay etwa so unheimlich ausgefeilt ist, sondern weil man eben eine Menge Gore in das alte Rezept geworfen hat. Anscheinend reichte dies den Leuten von Midway und NetherRealm nicht, denn sie hatten nun vor gut über 20 Jahren die absolut strunzdumme Idee, ein gut funktionierendes Konzept auf ein neues Level zu bringen. Im Jahr 2000 veröffentlichte man dann für die PS1 mit Mortal Kombat Special Forces ein sagenhaft schlechtes Spin-off der Serie, das irgendwie versuchte, komplett anders zu sein. Anstatt eines Prüglers hatte man eine Ausgeburt der Hölle geschaffen, das mehr oder weniger eine Art Action-Adventure-Shooter-Prügler sein sollte. Man muss allerdings dazu sagen, dass das nicht das erste Experiment war. Bereits 3 Jahre früher, also im Jahr 1997, versuchte man mit Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero etwas mehr Schwung in die alte Formel zu bringen. Scorpion was tipped off. He knew I was breaking into that temple and if he wasn't there, there wouldn't have been a battle. You are responsible for this sorcerer. Dieses Experiment, das sich ein wenig wie Mortal Kombat Double Dragon anfühlte, war aber gar nicht mal so schlecht, aber es lief eben noch auf dem alten 2D-Gerüst. Für Special Forces wollte man nun alles in 3D haben, was im Endeffekt dem Vorhaben dann das Genick gebrochen hat. In den frühen Entwicklungsphasen war Mortal Kombat Special Forces als Spiel konzipiert, das die besten Aspekte zeitgenössischer Action-Adventures mit den Kämpfen und Charakteren von Mortal Kombat vereint, mit der Ausnahme, dass die Action-Elemente mehr Tiefe haben sollten. Darüber hinaus hätten Spieler in die Rolle von 2 verschiedenen Charakteren schlüpfen können. Jax und Sonja. Davon blieb aber am Ende nicht mehr viel übrig, wie auch die Portierung auf andere Systeme, wie etwa auch die Dreamcast. Hätte Fahrradkette, denn die Entwicklung war wie so oft die reinste Hölle, womit man viele Ideen einfach wieder aus dem Spiel streichen musste. Fast ein Jahrzehnt perfektionierte man diese 2D-Prügelkunst und stand dann vor einem echten Problem, alles in die dritte Dimension zu bringen. Noch dazu wollte man Special Forces unbedingt noch für die PS1 veröffentlichen, während die PS2 eigentlich schon vor den Türen stand und man mit der besseren Hardware vermutlich schon einen Großteil der Probleme von alleine gelöst hätte. Trotzdem kämpfte man sich durch die Hölle, um den Fans ihr verdientes Action-Adventure im Mortal Kombat-Universum zu liefern, nachdem allerdings kein Schwein gefragt hat. Zumindest war das der Plan, denn viele Entwickler verließen das Studio vor lauter Frust, um in einem anderen Hafen vielleicht bessere Arbeitsbedingungen zu finden. Midway äußerte sich nie zu den Anschuldigungen. Hinter verschlossenen Türen versuchte der Rest des Teams, das zu retten, was vermutlich nicht mehr zu retten war. Der Umfang des Spiels wurde drastisch reduziert. So entfernte man auch die Möglichkeit, den Charakter zu wechseln, womit von dem Duo Jax und Sonja eben nur noch Jax übrig blieb und man löschte auch eine Vielzahl an Level, womit am Ende nur noch eine Handvoll übrig blieben. Anstatt einer Über-die-Schulter-Kamera hatte man am Ende eine Über-Kopf-Ansicht und da einige Änderungen der Spielmechanik auch Auswirkungen auf die Story hatten, musste man auch hier nochmals einige Änderungen durchführen. Eigentlich hätte man zu diesem Zeitpunkt das Spiel komplett in die Tonne werfen müssen. Aber trotzdem schaffte man es doch noch, wie gesagt, dass man im Jahr 2000 diesen spielbaren Brechdurchfall veröffentlichen konnte. Special Forces war eine komplette Katastrophe und so war es wohl kein Wunder, dass das Spiel damals nur mit negativen Kritiken zugebombt wurde. Die Level wirkten karg und leer, es gab nichts zu erkunden, der Kampf war eintönig und repetitiv und die Begegnungen mit Feinden waren manchmal unausgewogen und erzeugten enormen Frust. Sogar etwas so Grundlegendes wie die Geschichte hatte keinerlei Kontinuität. Alles wirkte wie wild zusammengeworfen und die zahlreichen Handlungslücken machten diesen Müll auch nicht besser. Es wäre eine Untertreibung zu behaupten, dass dem Spiel Feinschliff fehlte. Denn selbst wenn man einen Haufen Code poliert, hat man trotzdem noch Scheiße in der Hand. Und das wusste man auch, denn Midway veröffentlichte das Spiel damals schon zu einem unschlagbar billigen Preis, sodass schon ab Launch Special Forces ein Fall für die Resterampe war. Wer allerdings heute auf die dumme Idee kommen sollte, sich das Spiel bei eBay zu kaufen, wovon ich nur abraten kann, wird sein blaues Wunder erleben. Oh!
Wie erwähnt, hatte man vor, das alte Prügler-Rezept mit neuen Spielelementen neu aufzuwärmen. Während man allerdings noch relativ gut Tritte und Schläge austeilen kann, fliegt das Spiel dann komplett auseinander, wenn man zur Waffe greifen möchte. Vielleicht war es auch keine gute Idee, sich an Metal Gear zu orientieren, aber selbst wenn man Schleicheinlagen in all der Action verspricht, wurden diese so unfassbar schlecht umgesetzt, sodass man ohnehin darauf verzichten kann. Zum Glück sind die Feinde in diesem sehr kaputten Metal Gear Combat nicht unbedingt die hellsten und warten meistens höflich, bis sie an der Reihe sind, um ein paar Backpfeifen abzusahnen, während ihr noch den ersten Gegner das Fressbrett poliert. Das kann man allerdings noch irgendwie verkraften, aber spätestens beim Leveldesign wird man das Kotzen bekommen. Vermutlich lag es einfach daran, dass man bislang nur Prügler mit einer festen Bühne entwickelt hat. Die Entwickler hatten deswegen keinen blassen Dunst, wie ein Spiel aussehen muss, das eine erkundbare Welt hat. Es gibt absolut keinen Grund, warum man die teils vielen Winkel des Level erforschen sollte. Alles wirkt so unfassbar leer und lieblos zusammengewürfelt, dass sogar in einer Leichenhalle mehr Party ist. Es gibt nur euch und eure Gegner und eine Unmenge an leeren Gängen, Sackgassen, leeren Räumen, gefolgt von noch mehr Leere und Langeweile. Jetzt könnte man meinen, dass diese Leere unfassbar gut für Schleicheinlagen ist. Das könnt ihr euch allerdings abschminken, denn egal wie leise ihr euch bewegt, der Feind wird immer wissen, wo ihr euch befindet. Das ist vor allem dann ziemlich blöd, wenn man gegen Ende und mit sehr wenig Lebensenergie einfach an einem Feind vorbeischleichen möchte, um vielleicht noch irgendwie heil das Ende des Levels zu erreichen. Praktisch wird das aber nie möglich sein. Insgesamt ist das Gameplay eine langweilige Angelegenheit. Unser Held kann noch nicht mal springen, was Plattformeinlagen eliminiert. Selbst das gab es noch im 1997 veröffentlichten Mythologies. Grundsätzlich wird man sich durch das Spiel prügeln und während man seine Feinde windelweich klopft, erhält man wie gewohnt Erfahrungspunkte. Wenn man genug Punkte gesammelt hat, erlernt Jax einen neuen Combo, von denen einige mit Fatalities enden, sofern man es schafft, den letzten Treffer auch richtig zu landen. Und es gibt auch Spezialattacken, die man allerdings erst benutzen kann, wenn man seine Energieanzeige aufgeladen hat. Als Prügler macht Special Forces, wie gesagt, noch eine halbwegs anständige Figur. Das Spiel stinkt dann allerdings gewaltig ab, wenn man Waffen benutzen möchte. Es gibt hier eine wirklich ganz gute Auswahl von Waffen wie ein Maschinengewehr, Scharfschützengewehre und Schrotflinten bis hin zu Raketen und Granatwerfern. Es ist nur sehr ungünstig, dass jede Waffe nur begrenzte Munition hat und man das komplette Level nach Nachschub absuchen muss, was den Einsatz also ziemlich limitiert. Am besten benutzt man seine Wummen in wirklich brenzligen Situationen, wie etwa einen Bosskampf, die übrigens absolut langweilig sind, oder wenn man wieder einer Überzahl an Feinden gegenübersteht. Mit einer gezogenen Waffe kann man für ein besseres Zielen auch in die Ego-Perspektive wechseln. Lustigerweise macht der Zoom mit einem Scharfschützengewehr überhaupt keinen Unterschied auf die Spielweise, da die Entfernung absolut null beeinflusst wird. Feinde, die sich also außerhalb eures Sichtfelds befinden, können sich also in Sicherheit fühlen, während sie euch munter Kugeln auf den Latz knallen. Was das Spiel aber auch so zäh macht, ist das unsägliche Backtracking. In jedem Level wandert man ziellos umher, nur um irgendwelche Schlüsselkarten und Schalter zu finden, um im Level voranzukommen. Das Spiel bietet weder eine Karte noch Hinweise darauf, was überhaupt unser Ziel ist, weshalb man mitunter ewig in den absolut langweiligen Level herumlaufen wird. Zumindest bleiben getötete Feinde tot und werden nicht wieder zum Leben erweckt, um unsere Nerven nicht weiter zu strapazieren. Die Feinde sind wie gesagt nicht unbedingt schlau. Das Problem ist nur, dass man sie unglaublich unfair programmiert hat. Insgesamt schwankt der Schwierigkeitsgrad stark zwischen den Level. Die Standardgegner lassen sich ziemlich einfach erledigen, wenn man nur richtig kräftig auf die Angriffstasten einhämmert. Der Spaß endet aber dann, wenn man einem Gegner mit einem Maschinengewehr gegenübersteht. Die Feinde müssen Adleraugen haben, denn sie ballern schon auf uns, wenn wir sie noch nicht mal sehen können. Kugeln kann man selbstverständlich nicht blocken und so wird man unfassbar schnell sein Leben aushauchen. Es gibt noch nicht mal einen Hinweis, woher die Kugeln kommen, was das Ausweichen etwas schwierig gestaltet. Three hours later. Was das Spiel aber so heftig macht, ist, dass es nur 3 Leben und 0 Continues gibt. Es kann also durchaus anstrengend sein, wenn man das Ende des Spiels erleben möchte. Über die Grafik will ich jetzt nicht viel meckern. Mal abgesehen vom langweiligen Level-Design, hat man zum Glück genug Farbe ins Spiel gebracht, damit das Auge wenigstens etwas zu tun hat. Einige Lichteffekte sind fragwürdig und insgesamt ist die Grafik eben der übliche Busunfall, aber weitaus schlimmer ist die Kamera. Die Kamera schwenkt und ändert die Perspektive wie nichts Gutes und da kann es einem teilweise sogar schwindlig werden. Viel schlimmer ist aber, dass einem meist die Sicht auf wichtige Dinge versperrt wird, was einem im Kampf sehr oft das Genick brechen könnte.
Insgesamt ist ein Action-Adventure-Spin-Off im Mortal Kombat-Universum gar nicht mal so dumm. Allerdings war nur die Umsetzung ein kompletter Reinfall. Die Geschichte macht dazu absolut null Sinn und rein technisch gesehen wirkt Special Forces komplett unfertig. Es gibt ja noch nicht mal Zwischensequenzen. Nothing I couldn't handle. Just some punk with a sharp toy. Das Spiel fühlt sich eher wie ein Prototyp an und in diesem Zustand hätte man Special Forces absolut nicht veröffentlichen dürfen. Anstatt die Fans zu verärgern, hätte man nach dem Debakel während der Entwicklung das Projekt besser in die Tonne geworfen. Es ist ein herzloses Stück Software, das man am Ende ohne Sinn und Verstand zusammengeklebt hat, um noch irgendwie Kohle zu scheffeln. Rein aus Neugier kann man mal einen Blick auf das Spiel werfen, aber so wirklich empfehlen kann man es nicht. Und schon gar nicht sollte man dafür über 100 Schleifen bei eBay ausgeben. Es sei denn, man ist ein Hardcore Mortal Kombat Fan und hat keine Angst vor Schmerzen. Special Forces hat aber zumindest einen Pluspunkt. Es dient als Beispiel dafür, dass auch schon damals unfertige Spiele auf den Markt geschissen wurden und dass niemand aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Weder Publisher noch Fans, die noch für jeden großen Müll ihren Geldbeutel leeren. I know exactly what I'm gonna do with this thing. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.